Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Minecraft Mein Vival. Und da wären wir wieder erneut unterwegs mitten im Meer, um anzuschließen dort, wo es zuletzt aufgehört hat. Nämlich in meiner wunderschönen Schädelinsel. Und damit mir die ganze Geschichte nicht weiter Kopfschmerzen bereitet, habe ich mich hier erst einmal hinbegeben, um einfach mal zu suchen, wo habe ich denn mein Schädelchen gelassen. Ja. Und was ich noch gleich ankündigen möchte, die Insel hat sich sehr stark verändert. Richtig stark. Dies kaum noch zu erkennen. Was ich jetzt genau sagen möchte ist, wenn ich denn dahin komme, dass ich ordentlich daran gebaut habe und mir so gedacht habe, was braucht so eine gescheite Pirateninsel eigentlich? Ja, wie man es schon auf der Minikarte erkennen kann, einiges. Und ich dachte mir, wenn du schon mal angefangen hast, kannst du es auch gleich zu Ende bringen. Denn, na, wo ist es denn? Denn jetzt aus der Tiefe des Morgens kommt mein Werk. Tada, schaut mal. So sehr hat sich die Insel in ein paar Tagen Bauzeit verändert. Der obligatorische Vulkan gehört natürlich auch dazu. Denn es gibt kaum etwas Piratigeres als eine Schädelinsel, ein Vulkan und ein entsprechendes tropisches Inselparadies. Welches aber noch so lange nicht abgeschlossen ist. Wollen wir doch mal gleich hier anlegen und... Zack, da wären wir. Jawohl, die Insel hat sich ordentlich verändert. Hier erst einmal der Schädel. Der Schädel, auf dem alles angefangen hat. Und dahinter gleich der Vulkan, den ich daran angeschlossen habe. Ich dachte mir, die Insel ist halt ein bisschen leer und ein Berg wäre nicht schlecht. Aber Piratica ist nun mal ein Vulkan. Logisch, oder? Und hier habe ich schon mal ein paar vulkanische Aktivitäten gezeigt. Vielleicht kommen dann noch ganz hinten eine hin. Muss ich mal sehen, wie ich Lust und Zeit habe. Na, wie auch immer. Dieser Vulkan besteht aus Bruchstein und normalem Gestein. Und hat einiges an Arbeit gekostet. Und hat ordentlich Stein gefressen. Die ganzen pharadraxischen Steinvorräte sind in diesen Vulkan gewandert. Aber ich denke mal, man kann sagen, es lohnt sich. Und hier sind die pharadraxischen Sandvorräte. Ja, ich gebe es zu, ein relativ kleines Inselparadies. Aber ich habe es ja auch schließlich nie als Anspruch gehabt, ein großes zu bauen. Und die Insel da ist für eventuelle Nachbarn reserviert. Ich bleibe ja schließlich schön brav auf meinem Grundstück. Auch wenn ich mich schon groß einigermaßen vergrößert habe. Und hier die erste Palme. Prototyp. Ich habe hier übrigens noch überall ein paar Baumstümpfe angelegt, um zu wissen, wo noch was hinkommt. Vielleicht kommt noch hier in der Mitte eine kleine Inselhütte hin. Oder auch nicht. Werde ich mal sehen, wie lange ich daran Lust habe, weiterzubauen. Schließlich baue ich hier auch nur so lange, wie ich Lust und Motivation habe. Und wenn nicht, baue ich halt an meinem Hafen weiter. Oder auch an gar nichts und baue erstmal ein paar Mineralien ab. Naja, das war im Grunde genommen auch schon alles, was ich zeigen wollte. Und ja, ich bin ja auch der Meinung, dass es schon mal ein hübscher Baufortschritt ist. Vielleicht werde ich in der nächsten Episode schon fertig mit der Insel sein. Oder auch nicht. Ich lasse mich überraschen, welche Ideen mir noch einfallen. Es ist ja schließlich ein wunderschönes neues Projekt. Und ich bin ja recht experimentierfreudig, was das angeht. Naja, wie auch immer. Ab in die Endkarte.